Es gibt ein Geheimnis, was man uns verschweigt. Und wenn man nicht genau weiß, um was es geht, könnte es sogar unheimlich wirken. Ich ziehe in diesem Video den Film Matrix als Grundlage herbei und erkläre euch, was diese Wahrheit sein könnte. Es geht heute um virtuelle Realität, um das Metaversum, um den Neoplatonismus und das Geheimnis der Gnostiker. Und speziell um unsere Zukunft. Also bleibt dran, es ist sehr, sehr spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und wir sind eines der größten Online-Portale im spirituellen Bereich für Webinare und Weiterbildung. Ja, und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Und heute geht es um dieses große Geheimnis, was uns zum größten Teil verschwiegen wird. Und ich nehme dazu den Film Matrix, den ja wohl sehr viele von euch kennen, mal als Beispiel, denn es ist unheimlich interessant, was man daraus alles lesen kann. In diesem Film werden ja die Menschen durch Maschinen in einer falschen Illusion festgehalten und ausgenutzt, bis dann Neo kommt und die Wahrheit entdeckt und die Menschen dort retten möchte. In Matrix gilt Neo als der eine oder vielleicht sogar der Auserwählte. Auf jeden Fall ist der Name Neo eine Analogie des All-Einen. Und Neo, wenn man die Buchstaben richtig vermischt, kommt ja auch The One heraus, der eine. Das ist jetzt eine Herleitung, um zu verstehen, um was es geht. Denn Neo letztendlich entdeckt, dass das eine Illusion ist, in welcher die Menschen und er auch leben, und wird dann quasi vielleicht der Auserwählte, der dann die Menschen errettet aus dieser Illusion, der alles dran setzt, um dies zu tun. Und wenn wir jetzt zu dem Neoplatonismus gehen, dort ist es ähnlich, dort gibt es auch eine Illusion und eine richtige Realität. Und auch dort geht die Quelle auf den All-Einen, also die göttliche Kraft und Liebe ist dort von dem All-Einen ein wichtiger Punkt. Genauso wie bei den Gnostikern. Nur ist es bei den Gnostikern ein bisschen schwieriger. Oder nicht schwieriger, sondern die Gnostiker wurden ja oder werden immer noch von der Kirche verachtet und sogar verfolgt. Man hat ihre ganzen Bücher verbrannt, weil bei denen der All-Eine noch eine doppelte Rolle spielt. Und zwar haben die Gnostiker ich muss jetzt erst nochmal zu Matrix zurückgehen, damit ihr das versteht. In dem Film Matrix gibt es einen Architekten, der praktisch die Matrix erstellt und als Schöpfer gelten könnte, jetzt einfach als Bild für uns. Und wenn wir jetzt zu den Gnostikern gehen, gibt es dort auch so etwas wie einen Schöpfer, und zwar gibt es dort auch den bösen Schöpfer. Und dieser böse Schöpfer, der nimmt Seelen, weil er braucht das Licht. Er braucht das Gotteslicht. Er nimmt also die Seelen, welche alle das Gotteslicht tragen, nimmt sie, fängt sie ein und pflanzt sie in einen menschlichen Körper ein. Und dort werden alle Erinnerungen gelöscht, quasi wie der Schleier des Vergessens. Und diese Menschen leben dann in dieser nicht echten Realität, in dieser Illusion und werden dort auch ausgenutzt. Und das ist wieder so ähnlich wie bei dem Film Matrix. Dort werden ja auch die Menschen praktisch bewacht. Sie werden bewacht von bestimmten Wächtern, Maschinenwächtern, die aufpassen, dass die Menschen dort ständig schlafen. Diese Wächter werden, man könnte so einen Übergang schaffen, sind gewisse Herrscher, die Menschen beherrschen und bewachen, um einfach an ihre Energie heranzukommen. Also die menschliche Energie ist wohl ein sehr wertvolles Gut. Das kennen wir auch aus anderen Geschichten.
Und nicht vergessen, ich gebe euch heute ganz viele Inspirationen, sodass ihr eure eigenen Gedanken euch darüber machen könnt. Das Geheimnis der Gnostiker, wie man aus diesem Ganzen, aus der Illusion hinauskommen kann, ist das Wissen. Die Gnostiker kennen auch die Wiedergeburt, also die Reinkarnation. Und es ist ganz klar, sie sagen, allein durch diesen Kreislauf der Wiedergeburt ist es unmöglich, aus der Illusion herauszukommen. Das Einzige, womit man herauskommen kann, ist das Wissen. Die spirituelle Weiterbildung ist also auch da ein wichtiger Punkt und sie ist auch für uns immer noch unheimlich wichtig, denn sonst sind wir steuerbar, sonst könnte jeder mit uns machen, was er wollte. Also wichtig zu wissen, je mehr man weiß, je mehr man sich kümmert um die Philosophien, um die alten Philosophien, lest doch mal das Platonische, die platonischen Werke, denn dort gibt es ja auch diese zwei Welten. Der Neoplatonismus, auch das sind wichtige Grundlagen für uns und die Gnostiker, die uns die Augen öffnen können und wo wir näher zu diesem Geheimnis kommen, denn es ist noch nicht gelüftet. Ich werde es euch am Ende des Videos natürlich erzählen. Jetzt kommen wir zum Metaversum. Das Metaversum ist eine virtuelle Welt, in die wir uns begeben können und um dort ganz neue Erfahrungen machen zu können. Es ist eine virtuelle Welt, wo man so eine Brille braucht, so eine spezielle Brille, und dann dort praktisch alles Mögliche erleben kann. Jetzt stelle ich euch die Frage, könnte das alles stimmen? Könnte es sein, dass wir alle hier in einer Illusion leben? Dass es gar nicht die richtige Realität ist, in der wir leben, sondern eine Illusion davon, also diese schlechte Welt, könnte es sein? Ihr dürft es mir gerne schreiben nachher. Das Metaversum ist eine virtuelle Welt, welche langsam am Entstehen ist oder schon teilweise entstanden ist, welche sich aber immer mehr vergrößern wird. Und man sagt, sie wird das Internet ablösen. Im Moment für manche von uns eigentlich völlig unvorstellbar. Aber dieses Metaversum ist ein Schritt der zukünftigen Entwicklung. Und das Metaversum kann man anschauen oder betreten, indem man so eine spezielle Brille aufhat und sich dann dadurch auf einmal tatsächlich in einer ganz anderen Welt befindet, in einer materiellen Welt. Jetzt frage ich mich, es ist eine faszinierende Idee, nochmal da eine Erweiterung des Internets natürlich zu bekommen, sehr faszinierend. Aber was wäre denn, wenn jetzt all diese große Technik in nur ein paar Firmen oder Unternehmen liegen würde, um eben damit Geld nur zu generieren? Was wäre denn dann? Und was wäre denn dann, wenn man das weiter verfolgt und mit Matrix vergleicht und man sich vorstellt, dass die Menschen dann nur noch in einer kleinen Einzimmerwohnung leben würden, diese Brillen aufhaben und eigentlich nur noch in diesem Metaversum unterwegs wären und dort man sich vielleicht sogar ihrer Energie bedienen würde. Wie wäre das? Könnte das so sein? Ist das gefährlich? Ist es das vielleicht das Geheimnis, was gerade immer noch so gehütet wird? Viele wissen vielleicht auch, dass Facebook seinen Namen in Meta umgeändert hat. Das ist ja auch schon ein Metaversum und Meta ist irgendwie ähnlich. Könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Könnte sein, dass ich will Facebook gar nicht schlecht machen. Facebook hat so viel gute Seiten. Wir lernen uns über Facebook kennen, wir tauschen uns aus und es eröffnet uns eine ganz große Welt, wo wir miteinander befreundet sein können. Solange das alles in einem positiven, guten Licht funktioniert, ist es doch herrlich, ja. Also ich finde, ist es ganz wichtig, dass wir sehr bewusst uns sind, was bei uns geschieht, denn wir wissen ja auch, wir können
alles immer noch steuern. Wir können alles mit unseren Gedanken steuern und in die richtige Richtung leiten. Und ihr wisst doch auch, unsere Gedanken, das ist die größte Waffe, die größte Macht, die wir haben. Und die sollten wir einsetzen. Wir sollten uns überlegen, was zu tun ist. Zum Beispiel bei uns, bei Smarana. Wir haben ja diese Partnerschaft, dieses Franchise-Programm und wir bringen das Licht auf die Erde. Wir sind in der göttlichen Energie des All-Einen verbunden und bringen das Licht auf die Erde. Wer gerne mehr darüber wissen möchte, darf auf den Link da unten klicken. Und nur so zur Information. Es ist wichtig, dass man sich zusammenschließt, dass man sich im Licht gegenseitig unterstützt, so dass die Techniken, die neuen Techniken, alles, was kommt, denn es wird kommen, die Technik geht ja immer voran, dass wir in der realen göttlichen Energie bleiben oder hineinkommen. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist jetzt Zeit, es ist wirklich Zeit, dass wir dies uns vornehmen und dies gemeinsam tun. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich eine ganz wundervolle, tiefgehende Meditation zusammen machen, wo wir gemeinsam dieses Licht stärken, uns stärken und die echte Realität stärken, sodass sie uns immer wieder erreichen wird. Danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt gleich bei der Meditation. Geliebte Menschen, wir begrüßen euch mit der bedingungslosen Liebe des All-Einen. Wir sind die Engel der Liebe und wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass du niemals alleine bist und dass die Liebe des All-Einen immer bei dir ist. Wir ermutigen dich, dich auf diese Liebe zu konzentrieren. Denn sie ist die Energie, welche die echte Realität aufrechterhalten wird. Verstärke deine Verbindung zu dieser Energie, indem du dich auf die Frequenz der Liebe einstimmst. Wir sind heute gekommen, um dich dabei zu unterstützen. Aus diesem Grunde bieten wir dir eine intensive Energieübertragung aus dem Zentrum von allem, was ist, an. Suche dir einen Platz, an welchem du ungestört sein kannst. Sorge dafür, dass du mindestens 30 Minuten lang nicht gestört wirst. Setze oder lege dich in eine bequeme Position. Schließe deine Augen und beginne, deinen ganzen Körper zu entspannen. Angefangen bei den Füßen bis hin zu deinem Kopf. Sobald dein ganzer Körper entspannt ist, nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass dich
in die Energie der Liebe hineinfallen. Jetzt stell dir vor, dass du in einem schönen Garten bist. In diesem Garten siehst du eine Rose. Die Rose ist das Symbol der Liebe. Bleibe eine Weile bei der Rose sitzen und spüre ihre Energie. Während du das tust, sagst du mit deiner inneren Stimme diese Worte zu der Rose: Ich bin offen, deine Liebe zu empfangen. Spüre nun, wie die Energie der Liebe aus der Rose zu dir fließt. Spüre, wie die Liebe in dein Herz hineinströmt und dein ganzes Wesen erfüllt. Erlaube dir jetzt, in dieser Liebe gebadet zu werden. Atme den Duft der Rose ein und entspanne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr. Erlaube dir, ganz von der Liebe der Rose erfüllt zu sein. Der Duft und die Schönheit der Rose tragen dich in die Frequenz der Achtsamkeit und der Wertschätzung hinein. Dort umhüllen dich die Energien liebevoll und tragen dich hinauf in das göttliche Licht. In diesem Licht erkennst du ein Wesen aus reiner Liebe. Dieses Wesen ist das All-Eine. Das All-Eine ist die Quelle aller Liebe. Und dieses Wesen möchte dir seine Liebe schenken. So setze dich eine Weile mit dem All-Einen zusammen und spüre, wie seine Liebe in dich hineinfließt. Währenddessen du seine Liebe, diese wundervolle Liebe empfängst, sage mit deiner inneren Stimme: Ich bin bereit, ich bin offen, deine Liebe zu empfangen. Lass nun diese Liebe des All-Einen in dein Herz hineinfließen und so dein ganzes Wesen erfüllen. Erlaube dir, in dieser Liebe zu baden und diese Liebe anzunehmen. Atme den Duft des All-Einen ein
welcher jetzt zu strömen beginnt. Und entspanne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr. Erlaube dir, ganz von der Liebe des Alleinen erfüllt zu sein. Die Liebe des Alleinen ist so mächtig, dass sie dich mit dem Licht der Wirklichkeit erfüllt. Das Licht wächst in dir und verschmilzt mit dir. Und es verbindet dich immer mehr mit der reinen Wirklichkeit. So befindest du dich nun im Zentrum dieses Lichtes. Und die Liebe des Alleinen fließt durch dich hindurch. Sie erfüllt dein Herz und lässt dein Herz erstrahlen. Und so beginnt aus deinem Herzen heraus die Liebe des Alleinen in die Welt hinaus zu strahlen. Du fühlst dieses Strahlen und du erkennst, wie das Licht der Liebe sich um die Erde legt. Du spürst genau, wie sich die Energie der Wirklichkeit anfühlt, denn du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil der Liebe des Alleinen. Und du weißt jetzt, wie du diese Liebe stärken kannst und verteilen kannst. Wir, die geistigen Wesen der Liebe, werden nun diese enorme Energieanhebung in dir verankern. Eines ist gewiss, die Liebe des Alleinen wird nun durch dich in die Welt hineinfließen. Und es ist deine Aufgabe, diese Liebe fließen zu lassen und sie zu nutzen, um anderen Menschen auf ihrem Weg in die Wirklichkeit zu unterstützen. Denke immer daran, geliebter Mensch, dass du niemals alleine bist, denn die Liebe des Alleinen ist immer bei dir. Und so verabschieden wir die Engel der Liebe uns wieder von dir. Mit einem Gruß der Achtsamkeit und dem Duft der Rose. Wir sind immer bei dir. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst
Und wenn du magst, schreib mir unten in die Kommentare deine Gedanken zu diesen Gedanken, zu diesen Inspirationen. Und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, indem du hier auf diese kleine Kugel klickst. Und ich freue mich auf dich zum nächsten Video. Alles Liebe, bis bald.